Zerrissene Kleidung, Nanofaserhose. Ja, ist das alles schön sauber. Ja, reicht. Brauchst, glaube ich, nur 30 Gold. Für den Multiphasenspektrum schieß mich tot. Diesen Multi-Analysator, da muss nämlich auch Gold rein. Tja, aber muss ich wohl wirklich auf einen anderen Händler warten? Die Gräber kann ich alle ausheben und die Leute verbrennen. Es gibt übrigens sogar einen Zombie-Mod hierfür. Wenn du dann zu viele Gräber hast, kann es dazu, also es kann ein Event geben, dass die zu lebenden Untoten werden. Generell eigentlich zu Untote. Ich glaube, wenn man lebende Untote sagt, dann ist es schon zu viel. Ach, guck mal, da bin ich. War ich das erste Grab in der Kolonie? Der fette Proof wurde ausgebuddelt. Guck mal, ich habe immer noch die extreme Infektion mit 100% und 99% Immunität als Skelett. Komm, er kennt mich immer noch. Ich bin einfach die fetteste Leiche. Kann man ihn eigentlich noch umbenennen im Nachgang? Ah ne, ist einfach nur ein toter Mensch. Pascal Dr. Proof Brown. Du musst Proof in der Glasvitrine stellen. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Ich werde genauso wie alle anderen einfach eingeäschert. Meine Seele ist eh schon ganz woanders. Also religiös gesehen hat die mich, hat die meinen Körper verlassen mit einem langen Pups. Muss der nicht immer so geil auf das Energieschild? Was ist das denn für Nahkampfwerte? Beschissene. Das ist so praktisch, wenn die Tiere Sachen transportieren. Verrottete Leiche gesehen. 5 Mal. Vor allem super, den Funk zu haben. Und nie kommt mal ein Raumschiff vorbei. Oder ein Händler. Da habe ich das Gefühl, damals war das ein bisschen mehr, oder? Ich bin leider gerade auch ziemlich eingeschränkt, irgendwas zu machen. Weil alles würde, beziehungsweise das meiste würde, Bauteile benötigen. Kann ich gerade nicht aufbringen.
kriege ich doch ein Nahrungsmittelproblem im Winter. Obwohl sie noch 5 Tage, dann wird wieder Sommer sein. Ah ne, jede Saison hat 15 Tage. Wir werden jetzt Frühling bekommen. Also können wir mit der Aussaat gleich beginnen. Und diesmal werde ich ordentlich große Felder bewirten. Ich werde auch die Kühlkammer noch mehr erweitern. Wird aber die letzte Erweiterung sein für die Kammer. Ich kann mit dem Funk nicht in Hände anfeuern, sondern ich kann eine Karawane anfeuern. Das haben wir vorhin schon gemacht, Nobby. Rote Messer greift wieder an mit Landungskapseln, aber sie scheinen ungewöhnlich klug vorzugehen. Ungewöhnlich klug für wen? So, alle hinter die Deckung. Und auf dem Weg bitte den Schalter anschalten. Umschalten. Es gibt ja kein An oder Aus in dem Sinne. Ich bin mal gespannt, was bei denen klug vorgehen heißt. Ey! So nicht, mein Freund. Scheiß mit der Scheiße, ey. Kacke. Da hauen sie ab mit meinem Plastahl. Ah. Boah, das sind die 75, die ich vom Großhändler gekauft habe. Ich habe jetzt aber auch nicht gedacht, dass die jetzt einfach entscheiden. Ach, wir nehmen jetzt einfach alles mit, was wir finden. Habe mich jetzt doch ein bisschen überrascht, kurz.
du solltest das Werkzeug, das wertvolle Zeug in ein Lager packen, was geschützt ist. Ja, sollte ich auch. Aber leider habe ich es ein bisschen verömmelt gerade an der Stelle. Weil bis jetzt haben sie noch nie versucht, was zu klauen. Aber es gibt ja immer ein erstes Mal. Übrigens ist es ein Gang und Gäbe, beziehungsweise man macht es vor allem zum Anfang hin immer so, dass man einfach die Sachen überdacht, damit die nicht verrotten draußen. So. Wir haben Frühling. Wir sind schon 115 Tage. Hier in dem Gebiet. So. Du kannst gern Reis anpflanzen. Du kannst gern Kartoffeln anpflanzen. Gerne auch Erdbeeren. Gerne auch wieder Rauchblatt. Ich weiß nicht, ob ich einen habe, der Teufelsgarn anpflanzen kann, aber man kann es ja mal einfach versuchen. Aber ich glaube, der hätte sonst schon gemeckert. Hopfenpflanzen? Eigentlich nö. Und ein Feldmais. Oh, ich habe sogar zwei, die Stufe 10 sind. Ich sag nicht, Barber, dass du da putzt, obwohl du eigentlich anpflanzen solltest. Natürlich tust du das. Ach, die Schutzweste. Nö, die behältst du an, auch wenn die schon zerrissen ist. Bionische Gliedmaßen entdeckt. Das entdeckende Prinzip zur Herstellung extrem kleiner Servomotoren und Schaltkreise erlaubte die Herstellung bionischer Gliedmaßen. So, als nächstes der Multi-Analysator. Bevor ihr das anbaut, macht mal hier drin nur Heilwurzeln. Oh, sehr schön, Großhändler kommt. Ihr seid willkommen! Kommt in meine Kolonie! Setzt euch! Trinkt ein Bier! Und zeigt uns eure Waren! Obwohl, die sehen nicht so aus, als wenn die Bauteile dabei hätten. Doch, sie haben auch 4 Bauteile dabei.
Material, was schön schimmert. Jetzt kann ich wenigstens die ganzen Klamotten der Toten wieder verkaufen. Das sind übrigens die ganzen Klamotten von den ausgegrabenen Leichen, die schon skelettiert waren. Ah ne, das ist auch schon übel zugerichtet. Ja, ein Vanzidium-Krankenbett für 8500. Schnapper, das ist so, das ist das hier, das ist dieses seltene Material, was so schön schimmert. Das Alpaka wird mir auch nicht helfen. Obwohl, ich glaube, das Alpaka würde Milch geben. Aber der Aufwand lohnt sich einfach nicht. Für das bisschen Milch, was da rauskommt. Frage, ob Prey heute noch kommt. Prey haben wir durchgespielt. Ah, schön. Irgendjemand fängt an, mal was anzupflanzen. Und was mit dem anderen, der eigentlich anpflanzen kann? Get a High. Der macht Aufseher nebenbei noch. Ach so, pflanzt da oben an. Alles klar. Na gut, dass ich die Felder noch nicht bepflanzt habe. So, aber ich bin streamtechnisch am Ende für heute. Ja, um die Felder herum noch Sachen aufbauen, wäre gar nicht mal so schlecht. Beziehungsweise, dass halt die Felder nicht abfackeln können, obwohl generell passiert da nicht viel. Also, das eine, was sein kann, ist eine Fäulnis und das andere, was passieren könnte, ist, dass halt ein Brand die Felder beschädigt. Habe ich zum Beispiel alle Pflanzen da drum entferne, hat das denselben Effekt, als wenn ich einen Weg mache. Aber es dauert halt auch seine Zeit. Ach, erstmal drauf geschissen. Rippenimplantat.
Ach, 50 Plastahl. Jetzt fehlen mir natürlich die 75 Plastahl, die mir vorhin geklaut wurden. Ja, mach auch mal ein bisschen Feldarbeit mit. So, Joes ist untätig. Was kann Joes denn? Jagen, kochen. Ein bisschen Feldarbeit kannst du auch. Also wenn du... Ein verrückter Wahr kommt. Ist vielleicht übertrieben, ja. Aber so sollte ich den sofort ausschalten. Geht doch. So, machen wir aber hier erstmal den Break. Der Kolonie geht es erstmal gut, jetzt darf ich es gerade sagen, weil ich jetzt eh aufhöre für heute. Und der nächste Stream für RimWorld wird dann in der App wieder bekannt gegeben oder halt als Reminder oder ihr guckt einfach mal so zwischendurch hier rein. Oder ihr nutzt die YouTube-Notification. Alles ist möglich hier im Proof-Livestream. Jetzt bin ich gerade ein bisschen angefixt.